Matthias Sammer, Europas Fußballer des Jahres 1996. Guten Tag. Was schlägt Sie her nach Wien? In allererster Linie natürlich Sport 2000 und Adidas sind gute Partner von mir und natürlich die Tatsache, dass junge Menschen, junge Spieler ja auch ein Training absolvieren können. Sie wissen ja, dass ich für die Nachwuchsförderung zuständig bin und deshalb ist es für mich immer eine ganz besondere Freude. Dabei wären Sie fast nicht hier in Wien gelandet, oder? Ich habe gehört, mit dem Flieger hat es Probleme gegeben. Ja, das Triebwerk, also nach dem Start ließ ich da nicht einfahren und da mussten wir zurückgehen. Aber es war alles ruhig und perfekt, weil es draußen geblieben ist und dementsprechend, ja, kleine Aufregung noch. Was verbinden Sie mit Wien? Das letzte Bewerbsspiel der DDR, da waren Sie dabei, 1994 auch im Happelstadion. Haben Sie eine besondere Beziehung zu Wien, zu der Stadt? Ich finde, es ist eine außergewöhnlich tolle Stadt. Wien, ein super Flair, eine super, auch wirklich Tradition und ich bin gern hier. Sportlich, ja, mit Höhen und Tiefen. Mein Papa hier im Stadion 85, leider eins auf die Mütze bekommen. 89 sind wir mit der DDR gescheitert. Ob das dann alles noch stattgefunden hätte, weiß man nicht. 2008 leider CM-Finale verloren, aber es hält mich nicht davon ab, immer wieder gern hierher zu kommen. Ein Spieler, mit dem Sie auch sehr viel verbindet, Wolfgang Feiersinger, der damals im Finale weichen musste, dass Sie wieder fit waren. Ist das noch manchmal Gesprächsthema? Es war damals sofort Gesprächsthema, weil ich ihm gratuliert hatte. Ich war vorher auch ein bisschen angeschlagen und er hat mich in dem einen oder anderen Spiel vertreten. Das hat er glänzend gemacht und ich habe ihm schon unmittelbar nach dem Spiel, er saß ja nicht mal auf der Bank, er musste ja leider auf die Tribüne, schon gratuliert zu seinem Weg und ihm dabei auch gedankt, weil ohne seine großartigen Leistungen hätte ich dann vielleicht auch das Champions-League-Finale nicht spielen können. Daran sieht man, auf der einen Seite ist das brutal, aber er hat auch einen sehr, sehr großen Anteil und er darf sich auch auf jeden Fall Champions-League-Sieger nennen, ganz klar. Ottmar Hitzfeld war die schwerste Entscheidung in seiner Karriere, hat er mal gesagt, ne? Ja, das ist natürlich schwierig, aber man muss Entscheidungen treffen als Trainer und ob es immer die richtigen sind, weiß man dann meistens hinterher. Okay. Abschließende Frage noch, Mats Hummels, einer der Stars im deutschen Team, spielt, wie ich finde, eine hervorragende Europameisterschaft, wird aber in den Medien kaum genannt. Vielleicht auch ein Schicksal, dass er Verteidiger ist, so wie Sie das waren, dass man da immer ein bisschen im Schatten der anderen ist? Ja, man muss immer ein bisschen unterscheiden. Die Medien, die ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil auch der Entwicklung sind des Fußballs und die wir auch brauchen, und das ist überhaupt keine Frage. Aber von den Medien darf man sich nicht abhängig machen. Der Mats muss wissen, dass er intern eine sehr, sehr hohe Anerkennung findet, dass die Experten seine Leistung hoch genug einschätzen. Und zum jetzigen Zeitpunkt ist auch noch nie ein Pokal oder ein Titel vergeben worden. Und dementsprechend eine gewisse Sachlichkeit, eine stabile Mitte ist eh besser als immer dieses Ausschweifen.